Hafensofa. Das ist ein ganz neues Format hier im Hafenkult im Parallelhafen Duisburg. Und ich habe hier zwei Gäste. Ja, und wir fangen einfach mal mit einem der Hausherren an. Der erzählt einfach mal, wen er da mitgebracht hat. Ja, hallo. Ich habe hier die Abigail West mitgebracht. Das ist unsere, jetzt bei unserem ersten Hafensofa, unsere Gastkünstlerin, die wir, ich weiß gar nicht, gefunden haben, irgendwo in Duisburg, wie sie zeichnend wohl wahrscheinlich angetroffen wurde. Die ist hier für ein Jahr, macht ihre Schule weiter hier, ist für ein Jahr im Austausch hier und wird morgen hier ihre Skizzenbücher zeigen bei uns. Und du bist ja Ralf Grossek und du bist ein Mitglied hier im Hafenkult. Ich bin hier, ja, Mitglied, ja, ich habe hier ein Atelier. Beziehungsweise einer der Künstler, die hier tätig sind. Ja, und genau, ich habe hier mein eigenes Atelier und arbeite hier. Abigail, der Ralf hat das gerade schon angedeutet, du bist hier gefunden worden, aber da musst du dich ja ganz schön verlaufen haben, weil ich habe irgendwie mitbekommen, du kommst aus Oklahoma, ja, und von daher bist du wahrscheinlich nicht ganz zufällig hier gestrandet. Nein, also ich treffe jede Woche mit einer Gruppe von Künstlern und dadurch kenne ich ziemlich viele Künstler, die auch andere Künstler in Duisburg kennen, so alle kennen einander, so habe ich das Gefühl. Und dann habe ich die Katja Sapper kennengelernt und die hat mich gefragt, ob ich an diesem Abend dabei sein mochte. Und du bist aber hier als Austauschschülerin, wenn ich das richtig verstanden habe, im Steinbart-Gymnasium. Genau. Und wie ist denn dieser Kontakt überhaupt zustande gekommen? Ich bin hier an einem Stipendium. Das heißt Congress Bundestag Youth Exchange und wird bei der Regierung bezahlt. Okay. Im amerikanischen Kongress und von dem Bundestag. Und dann wohne ich bei einer Gastfamilie und gehe hier zur Schule. Und ist das ein Kulturschock, wenn man aus Oklahoma kommt und dann plötzlich nach Duisburg? Ja, wie war das vorhin, da gefunden wird oder da strandet? Oder ist das eine Sache, die jetzt für dich keinen großen Unterschied macht? Jetzt ist es ganz normal. Also jetzt, ich bin schon 6 Monate in Deutschland und ich war auch schon vorher in Deutschland für 1 Monat. So, ich kenne es schon ein bisschen. Und ja, was ganz anderes, aber auch was ganz Spannendes. Und was ist so deine künstlerische Ambition, beziehungsweise was machst du künstlerisch? Ich zeichne, also im Moment zeichne ich ganz viel. Ich gehe überall in Duisburg und Deutschland und so mit diesen kleinen Skizzenbüchern und zeichne ich, was ich dann sehe. Versuche diese Geschichten zu erzählen ein bisschen. Und jetzt bist du auf diesem Hafensofa gelandet und wirst übermorgen am 6.2.2015 hier mit dabei sein, deine Skizzenbücher präsentieren und vielleicht auch ein bisschen was über dich erzählen. Ja. Okay. Ist das eine Sache, die neu für dich ist? Also sprich so eine Öffentlichkeit, die dann auch da ist? Oder hast du sowas auch in der Vergangenheit in den USA schon gemacht? Ich habe ein bisschen davon gemacht. Ich hatte schon eine Ausstellung beim Teehaus in Oklahoma. Es macht ganz viel Spaß, mit Leuten darüber zu reden. Das hört sich sehr gut an. Ralf, erzähl doch mal ein bisschen was zu dem Konzept. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier dieses Hafensofa ins Leben zu rufen? Ich glaube, das hat auch was mit dem Wunsch der Besucher zu tun. Mit dem Wunsch der Besucher hat das auch was zu tun. Ja, das ist wir hatten ja den Laden in der Duisburger Innenstadt auf der Waldstraße und da haben wir dann schließen müssen oder uns entschlossen, den zuzumachen und dachten, wie können wir denn den Kontakt, den wir da sehr viel hatten zu Duisburgern, zu neuen Duisburgern, die bisher nicht hier gewesen sind, die uns noch nicht kannten, die wir da in der Stadt dann kennengelernt haben, wie können wir den Kontakt aufrechterhalten und die Möglichkeit bieten, dass die auch weiterhin den Weg zu uns finden. Deswegen haben wir uns entschlossen, kann man nicht sagen, die Idee gehabt, hier einmal im Monat diesen Raum hier ein wenig umzustrukturieren, hier eine Sofasituation, ein Wohnzimmer, eine Möglichkeit, einen Treffpunkt herzustellen, wo man einfach mal vorbeikommen kann an den betreffenden Abenden, um sich ein bisschen auszutauschen, umzuschauen, gucken, was es Neues gibt. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn es hier, also es soll schon auch immer ein irgendwie, sagen wir mal, einen kleinen Programmpunkt geben, vielleicht gibt es mal Musik oder irgendwie wird was zu sehen sein, jemand stellt vielleicht was Neues vor, so wie wir jetzt hier mit dir eine gute Gelegenheit haben, die Sachen vorzustellen und sowas soll das dann so weitergehen. Das ist also eine Art lockerer Treffpunkt, wo man sich auch künstlerisch unterhalten kann, wo man vielleicht einfach zusammen ein bisschen ins Gespräch kommt, wo man vielleicht auch neue Leute kennenlernt und sich einfach austauscht. Ja, das genau. Sowas und ich meine, dazu bietet sich ja diese Sofa-Atmosphäre wunderbar an. Total, das konnte man ja heute schon merken, heute waren ja einige Leute irgendwie seit... Normalerweise ist der Raum hier dann leer, an der Wand hängen maximal Bilder, vielleicht stehen noch mal irgendwo Skulpturen rum, aber ich habe das Gefühl, dass hier so eine,
so eine Einrichtung, wie wir die jetzt hier haben, zur Kommunikation anrichtet. Also da wird direkt Leben eingehaucht. Ja, genau. Also ja, das Leben ist wohl sowieso da, aber es gibt so einen Ort, wo man sich... Nein, ich meine jetzt speziell hier in diesem Bereich, also ja. So eine Art Markt direkt, so eine Art Forum wird. Genau, ja, so eine Art Forum. Die Leute haben sich drum herum gestellt und unterhalten. Hier war vorhin ein komplettes Gespräch, alle haben sich unterhalten, das war sehr nett. Ja. Okay. Und das Ganze wird dann jeden ersten Freitag im Montag stattfinden? Ja. Okay. Ja, hört sich doch gut an. Okay. Abigail, wie findest du die Idee denn? Ich finde das ganz schön. Ich merke das auch. Menschen kommen in so eine Art Wohnzimmer und dann haben sie das Gefühl, dass sie über alles reden können. Über die Kunst, was hier an den Wänden steht, und das ist ganz schön. Vielleicht muss ich von dir jetzt nochmal was ganz anderes erfragen, Kunst und Duisburg. Du hast mit Sicherheit Gelegenheit gehabt, hier so ein bisschen nicht nur die künstlerische Szene, sondern wahrscheinlich auch die Duisburger Museen und Kunsteinrichtungen so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Wie würdest du sagen, oder was würdest du sagen, hat dir dabei gut gefallen? Ich finde das Lehmbruck-Museum natürlich ganz schön, nicht hier zur Schule direkt daneben, was auch okay. Gut ist. Und ist da eine ganz gute Sammlung, eine ganz schöne Sammlung von Sachen. Und auch nicht nur in Duisburg, sondern ich kann nach Düsseldorf fahren, ich kann nach Essen fahren. Das ist alles sehr zentral gelegen, ja, hier in dem, genau, Sinne. Okay. Und dann können die Städte austauschen. Ja. Also mit anderen Worten, deinen Austausch bzw. deinen Aufenthalt hier, den scheinst du überhaupt nicht zu bereuen, sondern das ist eine Sache, die dich auch weiterbringt. Ja. Okay. Hast du vorher schon so gut Deutsch gesprochen? Ich hatte 6 Jahre Deutsch in meiner Schule, aber natürlich, was man in der Schule lernt, ist ganz anders, als was man im Alltag benutzt. Ja. So am Anfang war es, oh, ich verstehe nichts, alle sprechen so schnell und benutzen total andere Wörter, als die ich in der Schule gelernt habe. Aber dann nach ein paar Monaten war es, ich konnte mich ziemlich normal unterhalten und ich lerne dann schon immer noch jeden Tag neue Sachen. Also ich finde es faszinierend, dass man bei dir kaum Akzent hört, und finde ich also wirklich bemerkenswert. Ralf, vielleicht nochmal zum Schluss die Daten. Wann geht es jetzt hier genau los? Freitag, das ist der 6. Februar, 17 Uhr. 17 Uhr geht's los. Und circa 3 Stunden wird das Treffen, ja, hier stattfinden. Und ich glaube, so ein bisschen was zu trinken etc. gibt es auch, also so, dass sich jeder... Sogar den orangefarbenen Hafenkult Longdrink. Da wollen wir jedes Mal einen neuen haben, den gibt es mit und ohne Alkohol natürlich. Und den gibt es jetzt beim ersten Mal dann auch schon. Ja, das hört sich doch richtig gut an. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Gespräch und wünsche ganz viel Erfolg. Danke. Dankeschön.